Die Arbeitswelt, in die sich hier heute mitnehmen kann, ist die Welt der Messe. Eine Welt der besonderen hohen Anforderungen auch an die Stimme und der gesamten Person. Dieses Zusammenspiel von man wird gesehen, man sieht, man wendet sich zu. Man hat einen ganzen Tag lang damit zu tun, dass der Lärmpegel drumherum wahnsinnig groß ist. Der Lärmpegel ist riesig. Und im Laufe des Tages hatte ich Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Kollegen auch darüber zu sprechen, wie er sich helfen kann. Indem er trotzdem mehr Luft hat, indem er sein Augenmerk vor allen Dingen auf die Artikulation legt, indem er schaut in der Zuwendung, dass er sieht, wenn ein großer Mann sich so runterbeugt, dass er sein Zwerchfell eben nicht einklemmt, sondern in einer aufrechten Haltung bleibt. Sie werden angenehm gesehen, sie werden angenehm gehört und ganz wichtig an solchen drei Tagen Messe für meine lieben Kollegen ist es, die Stimme nicht über Gebühr anzustrengen, sondern mit der Stimme klangvoll und gesund drei Tage zu arbeiten. Und es gibt so eine ganz natürliche Haltung, auch gerade auf der Messe, die es jedem Menschen leicht macht, nämlich aufmerksam sein. Ach, so sehen Sie das. Da geht Luft in den Körper, da geht die Stimme auf, da gehen die Nasennebenhöhlen, also alles, was an unserem Körper Klangkörper ist, geht auf. Und die Kollegen haben es leicht, die Stimme gesund und natürlich funktionieren zu lassen. Ja, wie kamen Sie auf die wunderbare Idee, Stimm- und Persönlichkeitstrainerin zu werden? Diese Idee habe ich Freunden zu verdanken, die vor etlichen Jahren in die Situation kamen, auf die Bühne zu gehen, um ihre Vorträge zu halten. Und dann merken, wie gut ihnen ein Training tut. Die Menschen lieben es zu merken, dass ein gutes Stimmtraining immer dafür sorgt, dass ihre persönliche Ausstrahlung stärker wird. Dass sie sich öffnen, dass sie wieder Luft bekommen. Kommen wir doch mal zu dem Sport, Zusammenhang Sport und Stimme. Was gibt es da für einen Zusammenhang? Die Menschen lieben Sport. Und ähnlich wie man sein Marathon- oder Lauftraining steigern kann, ist es so, dass auch die Stimme mit einschließlich 144 Muskeln funktioniert. 144 Muskeln sind am Sprechen beteiligt. Erklären Sie doch kurz noch Modulation in Bezug auf Stimme. Das ist die Lebendigkeit, die jeder im Privatleben hat. Wenn man Menschen beobachtet, wie sie im Urlaub erzählen, von der wunderbaren Sonne, vom Strand und so weiter, ist alles da. Rauf und runter und man hört gerne zu. Sachlich geht es im Job häufig zu, informativ. Und das ist in der Regel eher gedeckt, eher einheitlich. Und da ist es so, dass es dann mit der Zeit auch mitunter schwierig wird, interessiert weiter zuzuhören. Ja, und die Artikulation, inwieweit ist die da mit involviert? Ja, die Artikulation ist ein extrem hilfreiches Arbeitsmittel, weil sie unabhängig von Emotionen funktioniert, egal welchen Inhalt wir präsentieren. Ich kann Ihnen mal vorsprechen, ein kleines Stückchen aus einem Vers, das macht es sofort klar. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Ein sanfter Wind wird dann auch sanft. Sie verstehen, was ich meine. Was kann man vielleicht noch trainieren bei dem Stimmen- oder Sprechtraining? Ich arbeite gerne mit dem Bild der Orgel. Dann spielt dieser Mensch eben auf seiner riesigen Orgel die Register konzentriert sein, besonnen sein, sehr genau sein, sehr fokussiert sein, was extrem bedeutend ist. Das muss es auch bleiben. Nur, was natürlich in dem Moment, wo jemand dann von dieser Arbeit erzählt, auch dazu kommen darf, sind die Register der Begeisterung, der Freude, der Zuwendung. Also wir machen da den Fokus auf. Und dann wird die Stimme eben auch mal ein bisschen anders durchprobiert und der ganze Mensch damit. Und er erlebt sich dann einfach facettenreicher und daran haben glücklicherweise alle Spaß. Also über Freude kann man bei sich immer das meiste erreichen. Ja, der Stimme merkt man ja auch Verunsicherungen an. Wie verhält es sich denn da? Ja, das ist ein ganz häufiger Punkt meiner Arbeit, selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn Sie sich vorstellen, dass junge Menschen in Führungsverantwortung kommen. Sie sind begabt, sie können viel und merken auf einmal in dieser Arbeit, wie durch diesen Druck, der neu entsteht, diese Unsicherheit, das noch nicht geübt sein in dieser neuen Rolle, auf einmal gemerkt wird, oh, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommt sofort eine Veränderung im Atem zustande. Und da hilft es wirklich wahnsinnig, von sich zu wissen, sich bewusst zu machen, wie funktioniere ich, wenn es mir gut geht, wenn ich sicher bin? Und das kann man wirklich üben, sich diesen Impuls zu geben. Ich nenne das Impulsmanagement. Das ist wie ein innerer Dirigent, die Situation gut analysieren, sehr selbstsicher schauen, dass es mit der Persönlichkeit nichts zu tun hat. Das ist eine ganz normale, vitale Reaktion, eine archaische, dass wir in ungewohnten Umständen erst einmal uns fühlen, als würden wir auf dem Morast herumlaufen. Und das verändert immer Stimme, Atem, Herzschlag und so weiter. Und diese Zusammenhänge zu verstehen und damit dann gut umzugehen, ist exzellentes Hilfsmittel im beruflichen Alltag. Dafür bin ich auch hier. Ich heiße Maria Beck, komme aus Düsseldorf, wohne jetzt in Ratingen und bin selbstverständlich im gesamten deutschen Raum tätig.